dreifache Weltmeisterin im Federgewicht. Sie ist hier. Wo ist sie? Ja, natürlich. Ich glaube, Erich Schöppner, es ist gefallen, dass Sie heute zu seinen Ehren hier sind. Ja, guten Tag erstmal. Ja, sicher, ich bin froh, auch hier zu sein. Wann ist Ihr nächster Kampf? Ich weiß es nicht. Ich bin erstmal, mache ich mein Berufsbild zu Ende und dann kommt der nächste Kampf. Also nicht nur eine attraktive Frau, wie ich erstmal sagen darf, sondern auch eine kluge Frau. Viel Glück dabei. Dankeschön. Schönen Abend. Erich Schöppner und Jürgen Löchter verbindet mehr als eine gemeinsame Freundschaft, sondern sie sind beide in Witten geboren, aber sie wohnten sogar im gleichen Haus, in der Röhrchenstraße 104. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs verloren sich beide aus den Augen. Aber während der eine sportlich trainierte, übte der andere auf seinem Instrument. Beide machten, wie wir gehört haben, internationale Karriere. Jürgen Löchter hat in der Mailänder Scala im Hamburger Opernhaus gespielt, aber noch nie in einem Ring. Er ist Weltmeister geworden, was die Mauscheleien in Amerika bei Erich verhindert haben. Aber er ist Weltmeister auf dem Akkordeon. 20 Jahre später haben die beiden sich getroffen in der Traditionsmannschaft des Westdeutschen Rundfunks mit Armin Harry, Toni Turek, Berli Knot, Ernst Huberti. Sie alle spielten damals für Wohltätige Zwecke. Hier spielt der Freund für einen toten Freund. Jürgen Löchter hat extra für Erich Schöppner eine Hymne komponiert. Wir erleben heute die Uraufführung in Memoriam Erich Schöppner. Jetzt habe ich hier Karl Friedrich Gese. Welcher Boxer hat schon eine eigene Hymne? Haben Sie da schon mal von gehört, Herr Hinn? Noch nicht.
Aber Sie haben ihm auch Bilder gemalt. Sie sind ja ein Multitalent, sozusagen in mehreren Gewichtsklassen. Stadtplaner, Architekt und Maler. Wie kamen Sie dazu, den Erich Schöpfner zu malen? Aber nicht im Boxen. Ich war leider keiner bei so einer Nervungsveranstaltung, weil ich vorne noch die Nase weckte. Das ist absolut richtig. Ja, wie komme ich zu den Bildern? Also, seit ich nicht mehr so aktiv im Baugeschehen tätig bin, die war von Malerei. Jürgen bat mich zur Untermalung oder zur Signifizierung von Erich Schöpfner ein paar Bilder zu machen. Und seitdem bin ich so begeistert von der Bewegung des Boxen, das war schon immer so. Aber Sie waren nicht dabei am Ring und haben nicht dort gezeichnet oder gemalt? Nee, das war ich nicht. Da war man genau wie Sie auch noch zu klein, also die Veranstaltung. Ich habe den Erich boxen sehen. Natürlich und oft, vor allem im Freibad und in meinen Angeln. Ich habe noch ein Spur im Gedächtnis, wo meine Wenigkeit Europa macht. Sie haben nach Fotos gemalt, glaube ich. Und die Bilder sehen Sie dann, meine Damen und Herren, in der Pause hier rechts an der Wand. Und malen Sie noch weiter, Herr Gesel? Ja, natürlich, also ich will auch diese Boxer-Serie weitermachen und gleich einen Zyklus von Erich Schöpfner zusammenstellen. Das kann ich mir nicht zeigen, auch. Dann werden wir das vielleicht im nächsten Jahr beim Erich Schöpfner-Gedächtnis-Turnier sehen. Ich sage herzlichen Dank. Karl Friedrich Gesel. So, jetzt darf ich die Kampfmannschaften in den Ring bitten.